Yo, ihr Leute, vorab will ich euch begrüßen zu meinem allerersten YouTube-Video auf diesem Kanal und ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich habe kein Intro, deswegen starten wir einfach mal mit dem Video. In diesem Video geht es darum, ob Jiraiya wirklich depressiv war oder einfach ein Versager oder gar ein Loser war. Jiraiya sagte selbst, in der Welt der Ninjas geht es nicht darum, wie er gelebt hat, sondern wie er die Welt verlässt. Jiraiya meinte zudem, dass es in seinem Leben mehr Niederlagen als Gewinne gab. Er wurde immer von Tsunade zurückgewiesen, hat es nicht geschafft, seinen Freund Orochimaru zurückzuholen und konnte seinen Sensei und seinen Schüler nicht beschützen, als diese starben. Doch als Jiraiya am Sterben lag, dachte er noch einmal über sein ganzes Leben nach und fand die positiven Aspekte, wie zum Beispiel, dass Naruto nur Naruto wegen Jiraiya heißt. Wie das so kam, kann ich euch mal kurz erklären. Jiraiya hatte früher ein Buch geschrieben und Minato, sein Schüler, der vierte Hokage, hat es gelesen. Und in diesem Buch hieß der Protagonist, der niemals aufgibt, Naruto. Und deswegen entschied sich Minato und Kushina, ihren Sohn danach zu benennen. Zudem ist Jiraiya glücklich darüber gewesen, was Minato zu ihm sagte. Ich lasse euch die zwei Clips einfach mal kurz einspielen. Du bist der tollste Ninja, den ich jemals getroffen habe. Ein ehrlicher und überaus zuverlässiger Freund. Du bist ein hervorragender Ninja. Niemand hat so viele Fähigkeiten wie du, mein Freund. Ich bin sehr stolz darauf, dein Schüler zu sein. Wegen den Loben von Minato und die Motivation in Naruto, den Shinobi zu sehen, der für Recht und Ordnung sorgen könnte, sammelte Jiraiya noch einmal seine letzte Kraft zusammen, um einen verschlüsselten Code an Konoha zu senden. Dann sinkte er, wie jeder hoffentlich mal weiß, im Wasser unter, als Nintendo Pain versucht hatte, ihn mit einer Bombe abzuschießen. Obwohl der Nintendo Pain hat nicht wirklich direkt versucht, Jiraiya nochmal abzuschießen, er hat eher versucht, dass die verschlüsselte Nachricht nicht an Konoha gehen kann. Sorry, falls das Video jetzt nicht so lange ist, wie ihr es erwartet habt. Ich konnte dazu jetzt nicht wirklich 100 Minuten etwas sagen. Aber ich bin eher ein Freund, der kürzere Videos mehr mag. Ich würde alles in einem sagen, dass Jiraiya nicht depressiv war. Ich meine, wir alle werden ja sterben und werden mit ziemlicher Sicherheit nicht alles und auch nicht jeden beschützen können. Was meint ihr? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.